Erst gestern habe ich mir Jurassic Park 2, also The Lost World Jurassic Park 2, erneut angesehen und muss wirklich sagen, ist einfach ein verdammt geiler Film. Und ich struggle immer so ein bisschen mit dem Gedanken, welcher Film gefällt mir jetzt eigentlich mehr? Jurassic Park 1 oder Jurassic Park 2 ist kontrovers. Ich weiß, die meisten würden jetzt sagen, ey, Jurassic Park 1 ist auf jeden Fall besser. Ich hapere da so ein bisschen und bin jetzt auch kurz davor, mal mein wirklich ernsthaftes und ehrliches Ranking zur gesamten Jurassic-Reihe inklusive der Serie Jurassic World Camp Cretaceous rauszuhauen. Hier geht es auf jeden Fall erstmal um eine Sache, die mir während dem Gucken des Films The Lost World Jurassic Park 2 so ein bisschen aufgeschlagen ist. Und zwar, was ist eigentlich mit Benjamin und seiner Familie passiert? Wenn ihr nicht wisst, von wem ich rede, Benjamin ist dieser Junge hier, der den Tyrannosaurus Rex in seinem Vorgarten erblickt, daraufhin seine Eltern holt und die eben feststellen müssen, dass der T-Rex den Hund der Familie gefressen hat. Daraufhin schreien sie, der T-Rex fängt an zu schreien und die Kamera blendet um in eine neue Szene. Das heißt, wir sehen nicht, was mit der Familie passiert ist. Es gibt allerdings so den einen oder anderen Hinweis, beziehungsweise einen einzigen Hinweis, der darauf schließen lässt, was mit der Familie passiert sein könnte oder eben auch nicht passiert sein könnte. Worum genau es geht, erfährst du in dem Video. Viel Spaß! Kurioserweise handelt es sich hier bei diesem Theorienvideo um ein Video, nach dem eigentlich niemand gefragt hat. Und das wird auch wieder ein Video sein, wo 5 oder 6 Kommentare drunter geschrieben werden. Warum muss man immer alle Szenen auseinanderpflücken? Naja, weil das halt so mein Content ist und deswegen wird das hier auch weiterhin passieren. Bei einer Sache muss ich diesen Leuten aber auch recht geben, danach gefragt hat wirklich eigentlich keiner. Ich habe mir eben nur gedacht, ey, ich finde es irgendwie interessant, das mal zu recherchieren. Und es ist erstaunlich, wie viele unseriöse Quellen du daraufhin findest. Ich habe mir 5 Foreneinträge durchgelesen, habe dann auch die Quellen dieser Foreneinträge angeklickt. Die Quellen sind einfach nur weitere Foreneinträge gewesen von anderen Leuten, die irgendwas behauptet haben. Zum Teil sogar ein YouTube-Video, was als Quelle hergenommen wurde, wo eben aber auch keine Quellenangabe mit angegeben wurde. Das heißt, ich habe nichts wirklich Offizielles gefunden und dann doch. Auf der Seite JurassicParkFandom.com bin ich auf einen Eintrag gestoßen, der mich dann doch ein bisschen stutzig gemacht hat. Warum genau die Seite? Naja, die Seite hat sehr oft exakte Linkkopplungen mit Universal selbst. Beziehungsweise könnte man auch hier einfach im Internet den sogenannten Time Traveler eingeben. Das heißt, dann könnt ihr auf alte Websites zugreifen, eben von früher. Das Ganze ist kostenlos, könnt ihr auch einfach machen. Und so könnt ihr auf alte Seiten, zum Beispiel auf alte Jurassic Park Homepages zugreifen, die es eben heute nicht mehr gibt, weil die eben von Jurassic World überschrieben wurden. Gesagt, getan, ich habe das Ganze mal abgecheckt. Und ja, diese Angaben sind exakt so auf der offiziellen Website von Jurassic Park 2, The Lost World, angegeben gewesen. Ich habe euch hier mal ganz kurz die Fakten eingeblendet und hier haben wir sehr interessante Details. Zum einen sehen wir hier, wo Benjamin aufgetaucht ist. Es war eben nur The Lost World Jurassic Park gewesen, ganz klar. Dann eben noch der Name des Schauspielers, Colton James, der den Jungen eben gespielt hat. Ich kenne jetzt keinen weiteren Film von ihm, ist vielleicht interessant für einen oder anderen von euch da draußen. Dann ist hier auch seine Rolle angegeben, Resistance of San Diego. Und jetzt kommen wir zum sehr interessanten Fakt. Warum ist der Status Unknown so interessant? Denn, wenn ihr euch die Seite mal genau anguckt, oder auch einfach die Seite von Jurassic Park Wiki, findet ihr hier sehr schnell heraus, dass es eigentlich nahezu immer genaue Angaben über bestimmte Figuren gibt. Das heißt, es ist immer angegeben, wenn eine Figur noch am Leben ist. Lediglich, wenn eine Figur nicht mehr am Leben ist, wird sie als unknown, also unbekannt beschrieben oder eben auch einfach als, naja, tot. Das heißt, mit Benjamin und seiner Familie ist das so ein bisschen wie mit Schrödingers Katze. Solange wir nicht wissen, was mit denen passiert ist, sind sie wohl am Leben und gleichzeitig aber eben auch gestorben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er gestorben ist, ist eben 50-50. Deswegen lasst uns jetzt mal überlegen, was würde denn wirklich Sinn machen? Der T-Rex hätte im ersten Punkt, ähnlich wie der Giganotosaurus in Jurassic World Dominion, den Kopf durch das Fenster strecken können und eben total in Rage die Familie fressen können. Das wäre Option Nummer 1 gewesen. Ich persönlich glaube da aber irgendwie nicht dran, weil der T-Rex doch mehr wie ein Tier gehandelt hat, eben noch in den ersten beiden Jurassic Park Filmen. Und er wurde eben gerade durch diesen Fotoapparat verschreckt. Ich glaube irgendwie nicht, dass der T-Rex daraufhin den Jungen und die Familie umgebracht hätte.
Auch die Familie selbst, die hat sich ja dermaßen erschrocken. Ich meine, klar, durch diese Schockstarre sind sie erstmal stehen geblieben, aber ich könnte wetten, dass sie kurz danach weggerannt sind. Ich bin der Meinung, dass die Familie noch am Leben ist. Die andere Seite der Theorie würde jetzt eben genau das sagen, was ich eben gerade dementiert habe, dass der T-Rex seinen Kopf aus dem bloßen Erschrecken her und Selbstverteidigung durch das Fenster durchgeknallt hat und die Familie eben gefressen hätte. Jetzt sind wir wieder bei Schrödingers Katze angekommen. Ja, genau diese beiden Fakten stimmen so lange, bis es eben keine offizielle Antwort gibt. Und da dieser Fakt eben als unknown dargestellt wird, kann man nicht wirklich sagen, ob Benjamins Familie und er selber noch am Leben sind. Deswegen lasst uns jetzt mal in den Kommentaren diskutieren. Meiner Meinung nach ist da nichts passiert, die Familie ist noch am Leben. Zumal der T-Rex ja auch später nach dem Cut schon ganz woanders gewesen ist. Und dieser Cut kann gar nicht so viel später passiert sein. Also der Rex hätte nicht die Zeit gehabt, das Haus irgendwie großartig einzureißen. Glaube ich eben nicht. Bist du der anderer Meinung, sagst du doch. Deiner Meinung nach ist der T-Rex, genau wie der Giganotosaurus in Jurassic World Dominion, durch das Fenster durchgeknallt. Er hat die Familie gefressen. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Wir klären diesen Fakt jetzt einfach mal für uns selbst. Eine offizielle Antwort gibt es hier tatsächlich nicht. Ich hoffe, das Video hat dir trotzdem gefallen, auch wenn ich diesmal keine klare Antwort rausgefunden habe. Wie gesagt, das ist auch einfach so ein Side-Fact, den irgendwie keiner auf dem Schirm hat und deswegen war es wahrscheinlich auch nicht so wichtig, eine offizielle Antwort sich auszudenken. Vielleicht bekommen wir die irgendwann noch in Zukunft. Vielleicht spielt Benjamin nochmal eine Rolle in zukünftigen Projekten. Das Ganze wird irgendwie auch ein bisschen aufgelöst. Ey, man kann jetzt sehr viel machen mit dem Jurassic-Franchise. Warten wir es mal ab. In diesem Sinne bin ich aber erstmal raus mit dem Video. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann du das Video hier siehst. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.